liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde. Leider gibt es heute wieder keine erfolgreiche Vermittlungsnachricht. Kater Lenny, vorgestellt letzten Freitag, der den Familiennachwuchs seiner Menschen nicht akzeptierte, hat keinen Interessenten gefunden. Lenny geht es in der Arche Noah aber gar nicht gut und versteckt sich nur unter einer Decke. Für ihn werden dringend Katzenfreunde gesucht, die ihm wieder ein ruhiges und sicheres Zuhause geben können. Heute stellen wir als erstes einen Mischlingshund vor, der am Freitag, dem 28. April in Gotha herrenlos am Coburger Platz herumlief. Er hatte ein buntes Halsband um und ist nicht gechippt. Tierheim-Mitarbeiterin Annika Kleenhammer hat den schönen Rüden auf ungefähr 1,5 bis 3 Jahre geschätzt. Anwohner informierten die Tierrettung der Berufsfeuerwehr Gotha, die den Hund zur Arche Noah brachten. Der junge Rüde ist sehr menschenbezogen, liebebedürftig und bewegungsfreudig. Auf diesem Weg soll schnell sein Besitzer gefunden werden. Vielleicht erkennen ihn ja auch Bekannte, Freunde oder Nachbarn der Besitzer. Falls sich kein Besitzer für den lieben Rüden meldet, soll er nach tierärztlicher Untersuchung und der Bleibepflicht nochmals hier vorgestellt werden, und zwar zur Vermittlung. Die nächste Vorstellung haben 3 Schafe, von denen 2 am Samstag, den 29. April und eines am Montag, dem 1. Mai von der Tierrettung der Feuerwehr ins Tierheim gebracht wurden. Es sind 2 Kamerun-Schafe und ein Mischlingswollschaf. Es handelt sich um ein Böckchen und 2 Zippen. Die alle 3 keine Ohrenmarken besitzen. Die beiden Kamerun-Schafe liefen am vergangenen Samstag in Gotha in der Nähe des Schützenberges umher. Anwohner meldeten es der Tierrettung. Das Mischlingsschaf wurde in Heutal gefunden. Auch hier hoffen die Mitarbeiter der Arche Noah, dass sich Besitzer im Tierheim melden. Wenn Nachbarn, Bekannte oder Verwandte der Besitzer die Schafe erkennen, ist das Tierheim dankbar für die Hinweise.